Was ist bei euch los? Kurzorakel, ja? Für alle Sternzeichen. Und ich beginne mit Widder und schließe mit Fische ab, ja? Dann beginne ich mit den Karten, ja? Zu legen. Was ist bei Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische in Beruf und Finanzwelt? Was sind da für Botschaften, die sehr relevant ist für jetzt Zustand, ist Zustand, Gegenwart? Danke. Wieder. Stier. Zwillinge. Krebs. Löwe. Waage. Skorpion. Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Was ist bei euch los? Ja? Na, den Breitenstein, des Secret Key Cards. Ja? Unterstütze mich dabei. Ja? Was ist bei euch los? Ja? Zwei Karten bitte. Wieder. Zwei Karten bitte. Zwei Karten. Ja, das ist viel. Dann nehme ich die letzte. Ja? Wieder. Stier. Stier, danke. Stier. Zwillinge. Zwillinge. Danke. Krebs. Krebs, zwei Karten. Löwe. Zwei Karten Löwe. Danke. Beruf und Finanz. September. Jungfrau. Ja, danke. Waage. Noch eine. Die Karten fliegen, hey, die Energie ist gut. Skorpion. Uff, das ist viel. Ich nehme diese da. Noch eine, bitte. So viel. Noch eine. Ja, danke. Schütze. Noch eine Schütze. Ja. Ja, genau. Steinbock. Steinbock. Danke. Gerade zwei gekommen. Wassermann. Ja. Fische, zwei Karten. Ja. Ah, drei gekommen. Okay. Hoppla. Okay, dann beginnen wir. Ja. Wieder, was ist bei dir los hier? Kind. Etwas Unerwartetes tritt in dein Leben, etwas Neues tritt ins Leben, vielleicht eine neue Partnerin, ja, vielleicht musst du Arbeitsjob
beginnst du, ja, Neubeginn, Anfang, ja. Also hier auch merke, Achtung, Unschuld, ja. Du bist sehr in gewisser Situation auf der Arbeitsplatz, auch gegenüber Mensch, sehr unschuld, ja. Muss ein bisschen achten, dass Leute dich nicht ausnutzt, ja. Das merke ich hier. Finanzen, kleiner Betrag, Kindergeld, Alimente. Kann sein, dass du mit diesen Themen momentan zu tun hast, für ein paar Prozent da draußen, eine Gruppe. Ja. Beruf, Berufslehre, Arbeit mit Kindern, Teilzeitstelle, kleines Pensum, Neuorientierung, siehst du, neuer Job. Ja. Zeitfaktor Beginn. Also, das alles, ja. Der karmische Seelenpartner, Konflikte, Lernaufgaben, Defizite, Seelenwachstum, Reife, ja, das ist diese Unschuld, die du hast. Du musst mehr reifer werden, ja. Past-Life-Beziehung, Lebensabschnittsgefährte. Und diese Lernaufgabe, die du hast innerhalb von deiner Partnerschaft, ja, du hast eine karmische Liebe, Seelenpartner, ja, bist du zusammen. Die tüchtige Frau. Geschick, Fleiß, ja, verlässlich, ja, das bist du, ja, wenn du dich fragst und du orientierst dich sehr, also was deine Partnerin auch möchte und ihr werdet in Zukunft einlinig gehen, also die gleiche Meinung haben, die gleiche Meinung teilen, ja, und zwar in eins leben. Das ist wichtig auch für die Umfeld, ja, für dich auch, für deine Entwicklung, dass du reifer wirst. Und diese Person, die dir in dein Leben kommt, wenn du allein bist oder sie ist schon da, deine Partnerin, die unterstützt dich in diesem Reifungsprozess. Ja? Dann kommen wir zu Stier. Achtung, Lügen, Betrug, Gerüchte, Falschheit, Intrigen, Neid, Hinterlist, die falsche Sache, die falsche Entscheidung, ja? Taktik, ja. Du musst viel Stier, ja, deine Energieraum oder Energiefeld musst du sehr viel reinigen. Du musst dich da reinigen, ja. Beruf, Intrigen, Mobbing, es passieren Fehler, ja. Und dir ist das bewusst auf der Arbeitsplatz, ja. Finanzen, falscher Umgang mit Geld oder Betrug. Achtung, das ist eine Warnkarte für dich, ja. Das ist eine Warnkarte, Finanzen, ja. Und du musst, es kann sein auch, dass du auf der Arbeit mit Leuten zu tun hast, die Fuchs sind. Ja, pass auf, jemand ist sehr schlau. Ja, von ein paar Prozent etwas, es gibt jemanden, der sehr schlau ist, er tut nur so. Und hinter deiner Rücke, ja, redet er schlecht über dich, verbreitet Gerüchte. Also nicht immer Arbeitskollegen vertrauen. Ja, also musst du da aufpassen. Ja, klar, es gibt gewisse Leute, die man in einen Kontakt kommt, ja, näher kommt auf der Arbeitsplatz. Das kann auch gute Freundschaft mit Arbeitskollegen werden, ja, wenn du wirklich diesem Menschen mit der Zeit vertraust, ja, das sage ich nicht nein, aber du kannst nicht alle vertrauen, ja. Es gibt einen Fuchs auf der Arbeitsplatz. Und da musst du entdecken, steht, damit du nicht Probleme bekommst in Zukunft auf deinem Arbeitsplatz. Energiebündel, Wünsche manifestieren, Verstrickung lösen, Macht der Worte. Und arbeite mit diesen. Ja? Energiedance oder die Orgonit, ja? Klärung von Fremdenergien, Kraftquelle, Hebung der Schwingung, positives Raumklima. Also energetisch musst du wirklich dich reinigen. Oder dein Zuhause auch. Ja? Das ist hier, dass es besser läuft, die Energien. Zwillinge, was ist bei dir auf der Arbeitsplatz? Beruf, belastende Arbeit, Schicksalsberuf. Ja, du bist ein Schicksal oder du bist schon mit drin, einen Schicksalsberuf üben. Ja, vielleicht hat es mit Kirche zu tun. Ja, Trost finden, Gott, Engel, Religion, aufgestiegene meist spirituelles Erwachen. Ja. Vielleicht bist du in der Kirche tätig, ja, kann auch sein, ja. Oder du hilfst bedürftige Menschen, ja, etwas Gutes machen. Ja,
die liebevolle Frau, der liebevolle Mann. Verständnis, Harmonie, Romantik, Verliebtheit, tiefe Gefühle, Wohlwollen. Ja? Und das ist deine Elixier, ja? Lebenselixier. Ja? Das brauchst du. Du brauchst die Menschen zu helfen, du fühlst du dich wohl dabei. Belastende Arbeit, pass auf, dass du nicht über deine Grenze kommst. Ja? Das ist wichtig, die Balance zu finden. Ja? Und Finanzen, Hypothek, Schulden, Minderung, musst du ein bisschen aufpassen. Das ist eine Warnkarte. Ja? Und was ist hier bei Krebs? Alles Gute, meine Liebe. Was ist bei Krebs? Mhm. Treue, Hilfe und Beistand, Loyalität, Wachsamkeit. Du kannst jemand auf der Arbeitswelt vertrauen. Ja? Du kannst jemand vertrauen. Weil hier sehe ich, es kommen Umbruch auf der Arbeitsplatz. Ja? Es kommt, etwas wird dich enttäuschen, Verrat, Achtung, das ist auch ein negatives Ereignis oder Ende von etwas. Oder mit einem Menschen, ja? Ein Mensch muss gehen, weil er nicht treu war, ja? Vertrauensbruch auf der Arbeitsplatz, ja? Beruf, Angestellteverhältnis, Arbeitskollegen. Also jemand muss sich verabschieden bei dir auf der Arbeitsplatz. Das merke ich hier. Ja? Und Finanzen, Geld von Freunden. Also jemand unterstützt dich dabei. Ja? Jemand unterstützt dich dabei, wenn es um dich geht. Ja? Es kann dich repräsentieren oder jemand in deinem Umfeld auf der Arbeitsplatz. Eine Bombe wird platzen. Unruhe wird kommen. Unruhige Zeit. Ja? Turbulenten Zeit auf dich zu. Ja? Entweder muss es geschieht etwas, la Bombe, ja? Die Bombe explodiert, ja? Jemand muss gehen, eine Kopf wird kürzen bei dir auf der Arbeitsplatz oder es geht um dich, ja? Und der Bettler, Existenzängste kommt hoch, wenig Geld haben verdienen, finanzielle Notlage. Und du oder diese jemand, die das passiert, wird der Schutzpanzer anhaben. Man ist verschlossen, man hat Angst vor Verletzungen, alte Probleme, verhärtete Fronten. Ja, du wirst dich isolieren oder dieser Mensch. Ja. Diese on-off, gute Zeit, schlechte Zeiten kommt auf dich zu. Aber du musst diesen Kreislauf durchbrechen, den Absprung schaffen. Das wirst du in Zukunft, das ist die letzte Karte. Das wirst du, wenn es um dich geht. Oder diese jemand brauchst du keine Sorgen zu machen. Der wird die Kurve kriegen. Ja? Alles Gute. Löwe, was ist bei dir? Urenergie, kosmische Energiequelle, Magie der Inkas, Maya und Azteken. Neues Zeitalter kommt auf dich zu, in Arbeitsplatz. Und hole da Antworten bei der Kartenlegerin, Berater aufsuchen. Ja, für eine private Legung hier sehr, sehr zum Empfehlen. Antworten durchs Kartenlegen, Talent zum Kartenarbeiten, Orakelkarten. Also, es ist sehr wichtig, dass du eine private Reading machst. Ja? Wegen deiner finanziellen und Arbeitsplatz. Okay, Löwe. Beruf, Gesundheitswesen, Förster, Försterin, Beruf fürs Leben, Finanzen, Geld schlägt Wurzeln, langjährige Anlagen. Also, berate dich da mit einer Kartenlegerin, das wird dich zu deiner Antwort bringen. Löwe, Jungfrau, es geht um dich, Hauptperson, ja? Es geht um dich, Jungfrau, auf der Arbeitsplatz. Und Erzengel Fürst Metatron ist bei dir und führt dich. Ja? Lebensweg, Schmerzüberwindung, Lebenssinn, Ordnung, Gewissensfrage. Er unterstützt dich dabei auf der Arbeitsberufwelt. Ja? Und das Lampenfieber, was du musst achten, Schattenthema bei dir ist momentan, Jungfrau, mangelndes Selbstvertrauen. Du musst mehr Selbstvertrauen entwickeln. Ja? Über den Schatten springen. Herzklopfen etwas aufschieben. Das ist das, was du, ist wie eine Lernaufgabe für dich momentan in deine Berufswelt. Ja? Das musst du wirklich zu Herzen nehmen, Jungfrau. Alles Gute,
Waage, was ist bei dir Sterne? Wow, Erfolg, Klarheit. Wow, sehr gut. Leute, die in Wissenschaft, Wissenschaft arbeiten, auch Astrologie, Erfolg im Beruf, beruflich Klarheit erlangen. Finanzen, klare Verhältnisse, Münzen. Klare Verhältnisse. Du bist ein bisschen der Skeptiker, ja, total Realist. Alles in Frage stellen, Unmut, Misstrauen. Musst du, du hast zwei Engels bei dir. Engel der Sanftmut, Barmherzigkeit, Christusenergie, Güte, Herzöffnung, Herzheilung. Ja, der ist bei dir und beschützt dich in deinen Weg. Und Engel des Friedens, Friedensenergie, Entschuldigung, Akzeptanz, ja, Balance und Harmonie. Du solltest mehr flexibel sein in der Arbeitswelt, Waage. Das ist hier der Sensor der Legung, ja. Alles Gute. Skorpion, oh shit. Skorpion, Beruf, ein Bergarbeit, der einem über den Kopf wächst. Man hat Mühe, die Anforderungen zu erfüllen. Stellenwechsel möglich? Im Moment dann nicht möglich, nicht möglich. Ja, du fühlst dich nicht mehr zufrieden auf der Arbeitsplatz und du hast viel Problem. Die Umfeld ist toxisch bei dir. Das merke ich stark. Und du hast viel zu kämpfen und jemand blockiert dich. Das Echo, am liebsten würdest du in deinem Büro Fenster aufmachen und rausschreien, wie laut du kannst, wie stark du kannst. Resonanz, Spiegel. Du spiegelst die Situation, Situation spiegelt dich. Ja? Du beeinflusst auch ein bisschen das Ganze. Schwingungen, Ernte, was man sieht. Ja, was ich hier auch merke, ist, dass du keine Nadel in der Zunge hast. Du hast eine lockere Zunge und das bringt dir Schwierigkeit auf der Arbeitsplatz. Ja, und Probleme. Und aufpassen, dass diese Firma, die du hast, Betriebe nicht in Konkurs geht, nicht muss schließen. Ja. Ämter, Behörden, Probleme, Justiz. Du musst eine gerechte Entscheidung treffen. Es sieht nicht gut aus. Ja, und du bist unzufrieden. Und es gibt, Achtung, es gibt eben, man ernt, was man sieht. Ja. Pass auf, was du sagst und wem du sagst auf der Arbeitsplatz, Skorpione. Alles Gute. Schütze, was ist bei dir? Klee, Glück. Glück. Ja. Schütze, bei dir. Du hast Glück auf der Arbeitsplatz oder du wirst Glück erfahren. Auch eine Verbesserung der Situation, sich wohl befinden, wohlfühlen. Ja? Aber Beruf, Glück im Beruf, alles läuft rund, Kurzarbeit, Finanzen, kleine Lotterie oder Losgewinn, Geld reicht nur für kurze Zeit. Auf Geld musst du achten, ja? Dass es nicht knapp wird in dem Monat. Was ich hier auch sehe, Schütze, das Spiegelkabinett. Ja, du musst selbst reflektieren über die Situation. Ja, und auch einen klaren Kopf behalten bei der Arbeitsplatz. Sie nicht verlieren. Einen Ausweg suchen. Aber vieles in der Arbeitsplatz wird dich gespiegelt, was du ausstrahlst. Ja, das ist wichtig, dass du da einen Punkt setzt, ja, dass das nicht wieder zu dir retour kommt. Das Labyrinth, Sackgasse. Siehst du, viele Möglichkeiten, Wege sich im Kreis drehen, Verstrickungen. Das musst du auch brechen. Ja? Und das ist das, du musst auf dich auch achten auf der Arbeitsplatz. Ja? Du verlierst dich, Gesundheit, Vitalität, ja? Stress. Ja? Am besten ist, was hier die Karte, die Raten schütze, ist, mach Urlaub. Nimm auch unbezahlten Urlaub, wenn es dir machbar ist. Ja? Du musst verreisen, Urlaub, entspannen, Wellness. Kann auch nur ein verlängertes Wochenende sein, das wird dich gut tun, dir geht es nicht gut. Ja? Und wenn du auf dich achtest, kommt wieder positive Energien für deinen Weg auf der Arbeitsplatz und auf deine Arbeit. Ja? Alles Gute. Steinbock, was ist bei dir? Steinbock.
Lilien, Familie, kann auch ein Familienunternehmen. Förderung. Ja. Finanzen, Familiengeld, Familienvermögen, Sozialhilfegeld, Beruf, Sozialarbeit, Familienbetrieb, siehst du, gutes Betriebsklima. Sehr positiv, ja. Und die feurige Frau, jemand oder du selbst bist sehr temperamentvoll, hoppla. Stolz und stark, was du geschafft hast bis jetzt, Unternehmungslust. Du hast auch viele Ideen, du das umsetzen, Steinbock, ja. Du auf der Arbeitsplatz, ja, der Soldat, ja, Disziplin, ja, loyal, Logik, das bist du, Ordnung, Struktur, das ist sehr gut und das wird dich nach vorne bringen, Steinbock. Alles Gute. Wassermann, Wolken, Krisen, Unklarheit, Belastung, Zweifel, Angst, Sorgen, Unklarheiten, am Arbeitsplatz, Mobbing, Arbeit mit Chemie und Dämpfen, Rauch am Arbeitsplatz, Achtung, ja, Finanzen, unklare Situationen. Ja, du kannst auch ein der Architekt sein, ja, oder jemand, der sehr viel plant, ja, Verwirklichung, du willst etwas erreichen, ja, du bist aber unsicher, der Angst blockiert dich, dass du dich weiterentwickelst und du musst da abschaffen, ja, Willensstärke sind da, Risikofreude sind da, Unternehmergeist hast du, aber deine Angst blockiert dich, ja, Überforderung, Umbruch, Krise, Verlieren, es wird aber auch ein Umbruch kommen, aber du musst dich Angst beiseite legen, damit die Entwicklung machen kannst, Wassermann, das ist hier die Legung, ja, alles Gute. Fische, was ist bei dir? Was ist bei dir? Fische, die Sonne, Glückskarte, positiver Ausgang. Du wirst einen positiven Ausgang haben in Sache Geld und Beruf. Ja, Erfolg haben, Optimismus, ausstrahlen. Ja, Erfolg im Beruf, sich durchsetzen können. Neue Angebote, Zusage für Stelle. Finanzen, Gold, Reichtum, ja, das kommt alles wieder auf den, du wirst die Kurve kriegen, das merke ich hier. Was ich hier auch sehe in die Karte, ja, du bist sehr der tüchtige Mann, der tüchtige Frau, ja, du bist fleißig, du bist talentiert, was du machst mit Herz, du bist verlässlich, ja, aber dir hat jemand das Herz gebrochen, du hast eine Trennung, Liebeskummer, Trennung, Verlust hinter dir. Ja, du kommst von einer Trennung. Und das hast du Angst, Geld, Finanzen, ja, Sicherheit. Ja. Und es kommt wieder, Entschuldigung, du wirst die Kurve kriegen. Ja. Du wirst die Kurve kriegen. Ja. Und wenn Trennung, ja, Kinder im Spiel sind für ein paar Prozent, Alimente, Geld und Frauengeld und alles, ja, Gericht, da. Wenn du das alles hinter dir hast, ja, kommt wieder positiver Ausgang an allem, ja, in diese Situation, Fische. So, meine Lieben, das war Beruf und Finanz, ja, ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen damit und alles Gute, bald, bis bald, eure Kometa, los, bye.